Hey Ju, wir haben die erste große Überraschung des zweiten Tages, würde ich sagen. Ich kann mit dir ja in Deutsch reden, kein Problem. Du bist schon lange jetzt für einen deutschen Verein im Einsatz. Ich habe dich durch die Ansehhalle gehört. Beschreib mal, wie du dich gerade fühlst. Ach, wunderbar. Als ich gestern gesehen habe, dass der wichtige Victor gewonnen hat, habe ich gedacht, oh, der Junge wird bestimmt gut sein. Aber habe ich ein bisschen mehr geguckt und wusste, dass ich eine Chance habe und habe den heute benutzt. Ja, Wahnsinn. Du hast gerade angesprochen, er hat gestern gegen Viktor Axelsen gewonnen. War eigentlich so gestern die große Überraschung. Heute würde ich sagen, bist du bisher die große Überraschung durch den Sieg. Ja, scheint ein gutes Turnier für dich zu sein bisher. Ja, wunderschön. Ich wusste schon, dass ich ganz top fit bin und habe letzte Zeit auch ganz okay gespielt. Aber hier hat alles nur perfekt geklappt und habe so gut gespielt, wie ich kann. Ja, ich glaube morgen Wei Nam aus Hongkong, China. Was denkst du, hast du schon mal gegen ihn gespielt oder was erwartest du morgen? Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, aber ich weiß, der ist unfassbar mega gefährlich von hinten, aber zum Glück die Halle ist ziemlich langsam. So, wenn ich gut spiele, kann ich seine Schläge zurückkriegen und dann habe ich eine Chance. Genug Power hast du noch nach dem Spiel jetzt? Na klar. Sehr gut. Alles klar, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke.